Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal der Law Society. Und wie ihr seht, es ist richtig kalt, es ist Winter und heute wird's amerikanisch. Aber es geht heute nicht um den Camaro da hinter mir, sondern es geht heute um ein richtig geiles Schiff. Oldschool, ich sag nur Elvis Presley, aber ich glaube, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Und deswegen werden wir da jetzt einfach mal immer einen kleinen Born einigen. Wie gesagt, es geht nicht um den Camaro, sondern um diesen wunderschönen Cadillac. Das war mal ursprünglich ein Regierungsfahrzeug und jetzt gehört das Fahrzeug dem jungen Fashionmann in Dean. Servus. Und wir werden jetzt da mit dem Dean einmal eine Runde fahren gehen. Ja, jetzt sind wir beim Dean im Auto und wir gehen jetzt da eine Runde fahren. Mit dem monströsen Schiff. Da wird es ein bisschen eng, aber es geht sich alles aus. Dean, was ist das für ein Cadillac? Das ist ein Cadillac Fleetwood Brougham, Baujahr 1974, ursprünglich Regierungsfahrzeug mit einem starken Motor, 8,2 Liter. Ja, Oldtimer. 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 40 Liter Verbrauch, das heißt, ja, da rinnt es ordentlich rein. Ja. Aber es macht Spaß. Um das geht's. Wir kennen uns ja schon einige Jahre, aber jetzt muss man eins erklären. Du hast früher einen Peugeot 406 gehabt, komplett umgebaut. Und jetzt auf einmal American Power. Wie ist es zu der Konstellation gekommen? Zu dem sagen wir ein American Dream. Also jeder träumt über was Großes, über starkes, muskulöses Muscle Car. Und ich habe mir die Träume einfach wahrgenommen. Es ist einfach ein Familienprojekt gewesen, natürlich sehr viel Arbeit, aber es ist so, groß muss sein. Du hast das Auto in Teilen gekauft, oder? Genau. Das heißt, das Auto war komplett zerlegt? Komplett. Und du hast dir das als Aufgabe gemacht, das Auto aufzubauen, umzubauen, genau. Verbessern? Ja, da habe ich bekommen Karosserie. Ja. Und ca. 30 Kartonschachtel mit alle Teile und natürlich eine große Buch und dann fangst du zusammenbauen. Das ist wie ein Lego für große Männer. Und dann ist es natürlich ein irrsinnig geniales Gefühl, wenn man dann ein paar Jahre später ja, da drinnen sitzt, durch die Gegend fährt. Wie reagieren die Leute drauf? Wie reagieren die Leute, wenn du mit dem Schiff daherkommst? Es ist komplett anders wie in einer modernen Tuning-Szene. Ja. Also wenn da vorbei ein Army fährt oder hinter dir, du musst unbedingt stehen bleiben, ein paar Worte austauschen, Gefühle ein bisschen zeigen, es ist weit besser. Also Kombination, keine Neide, nichts. Es ist richtig ein geiles Tuning-Leben. Das heißt, das ist vielleicht ja ganz ein gutes Thema, die Tuning-Szene teilweise ist ja so ein bisschen die Hater, genau, der eine mag den anderen genau, nicht, viele Neid-Geschichten. Wo ja auch wir eigentlich sagen, hey Leute, sind wir froh, dass wir Autos haben. Es ist eine gemeinsame Leidenschaft. Ja. Wurscht, ob das alt ist, neu ist, ob das viel Geld drinnen steckt oder ob da wenig Geld drinnen steckt. Ja. Warum bist du eigentlich damals zu dem Thema Tuning gekommen? Ja, Tuning, das hat mich schon immer interessiert. Durch das, dass ich ein Kfz-Techniker bin, alles selber mache, war Tuning meine Leidenschaft eigentlich. Aber nach 2-3 Jahren habe ich gesehen, dass immer mehr Neide kommt in Tuning-Szene. Ja. Jeder wird mehr neidisch, weil du was Besseres hast oder Schlechteres oder irgendwas. Und das war dann von mir auch der Grund, dass ich überlegt habe,
ich muss was ändern, weil ist egal, ob du fährst ein Auto mit 140.000 Euro oder mit 10.000, du hast immer Hater. Ja. Immer. Also es spielt Geld keine Rolle mehr oder das, was du tust. Und beim sowas hast du keine Neider. Da schaut keiner, was da falsch ist auf dem Auto. Es ist einfach Kult. Kult, genau. Ja, ich war, egal wohin ich gegangen bin, Hofer, Villa, egal, da habe ich immer 10 Leute dabei gehabt. Echt? Jeder, ein Teufel meine ich sitzen, Teufel das machen, Teufel Video machen, Teufel Foto machen. Es ist echt geiles Gefühl, echt geiles. Und wurscht, wer kommt, das ist geil. Ich glaube, du hast wirklich von Kinder bis zum alten Opa, hast wirklich alles dabei. Oder so wie die letzte Mal, ich habe ein Video da auf dem Handy. Genau die Strecke habe ich gefahren. Ja? Hinter mir auf einmal was Großes, Weißes, starke Lichter. Habe ich nicht einmal gesehen, was das war. Fang an zum Blenden und so, ne? Ja. Wenn man denkt, was habe ich jetzt falsch gemacht? Dann habe ich halt einmal ein niegelneiger Dodge Charger. Ah, geil. Der fuhr mich rein, alle Viere, oben. Da haben wir beim Burg reingefahren. Alter, er war so überrascht, ob ein Auto echt schaut. Wow, das, Alter. Und die natürlich wegen ihrem sein Charger, ne? Ja. Das ist wirklich so. Was ja ein Beitraum genau, eigentlich genau. Ist. Genau. Ja, das ist schon, ja. Ist schon eine coole Geschichte. Na, und dann gleich auf Café. Und ja. Da weiter oben gibt es so ein American Diner. Ja. Na, das da haben passt wir gleich zu. Die Leute haben geschaut, alle beim American Diner. Was so was siehst du nicht. Was hast du da für einen Motor drinnen? 8,2 Liter. 8,2 Liter ja. V8. Genau. Ist das. Aber das Gerät schluckt dann halt auch richtig, gell? Ja. Der schluckt richtig, weil es höchst. Ja, das ist schon brutal, ja. Ah, mega geiles Gerät, ja. Was wird noch umgebaut? Oder was hast du noch vor zum ja, Luftfahrwerk. Luftfahrwerk möchte ich echt haben. Das heißt, Luftfahrwerk wirklich komplett am Boden. Komplett ja. Am Boden. Ja. Aha. Und dann eine Vögel. Vielleicht 24, 26 Zoll. Was ganz geht's normal ist bei denen. Geht sich das ja. Aus im Radkasten, also dass ja. Du den dann trotzdem ja. Runterlegen kannst? Genau. Also du kannst 24 bis 26 Zoll ohne Problem. Kriegst in den Radkasten ja. Rein, ohne ja. Dass du Probleme hast. Ja. In Amerika haben meistens Leute bei Day Cadillacs ne, 30 Zoll aufwärts. 30 Zoll aufwärts. Ja, aber das ist dann das Typische, was man kennt mit genau. 30 cm genau. Bodenfreiheit. Und ja, aber das gefällt mir gar nicht. Aber das heißt, 26 Zoll, ja. Das heißt, das Tuning ja. Kannst du eigentlich eh nicht ganz weglassen, oder? Nein, nie. Geht gar nicht. Einmal infiziert. Bis die immer kommt. Aber vor. Es ist halt ein Auto, was, glaube ich, fast nie siehst, oder? Also wie viel, weißt du circa, wie viel, weißt du, wie viel es in Österreich davon gibt? Oder? Ja, ich kann dir sagen, dass es in Europa gar keinen gibt. Ah, ey. Null. Von dem Modell gar keinen. Genial, also das heißt im Endeffekt wirklich Unikat. Ja. Das ist halt wirklich... Richtig, richtig genial. Ja. Aber das ist so ein bisschen Elvis Presley Zeit. Das ist so ein bisschen das so eine Zeitblase Zeit, ja. Zurück in genau. Die gute alte Zeit und einfach fahren, genießen. Das ist wirklich zum Grüßen. So wie jetzt zum Beispiel. Und dann fährst du auf 100 auf und dann gehst du oben vom Gas. Und dann grüßt er. Das grüßt ist schon ganz andere Liga. Ganz andere es ist nicht jetzt, dass du irgendwie angeben willst, was das kann. Ja. Du weißt, dass du hast die Stärke da. Aber wie viel PS hat er jetzt? 480. 480 PS. Aber halt massiv Hubraum. Das ist halt brutal, ja. Das ist das. Ah, das ist natürlich schon eine lässige Geschichte. Ja, das Auto mit Luftfuhrwerk kann ich mir sehr geil vorstellen. Es gibt einen geilen Umbau. Es gibt richtig geile Umbau. Ich möchte die ganze Chrom-Sachen auf Schwarzhochglanz auch haben. Okay, das heißt so richtig Mafia-Mobil. Genau, eigentlich. Komplett. Dann die Leder innen, kommt auf den Boden alles rein. Ja. Die Sitze los in den Klettern. Aber auch wieder in Rot. Gleiche Farbe, ja. Komplett gleiche. Das heißt eigentlich Original-Optik. Genau, aber das wirklich schön ist. So wie die Armaturbrette, lasse ja. Ich alles neu machen. Ah, da habe ich eine gute Adresse, nämlich, die kostet nichts. Wir haben jetzt beim Tesla, beim starken Tesla, lassen machen das. Ja. Alle Sitze, Mittelkonsole in Alcantara, schwarz. Hat alles zusammen kostet 1400 Euro. Boah. Also gar nichts. Also, wenn wer was zum Ledern braucht, der Dean gibt sicher gerne die Kontakte weiter. Ja, liebe Leute, wir sind zurück. Wir werden euch jetzt noch ein paar lässige Bilder von dem Auto reinhauen. Und Dean, ich sage danke für die Zeit, Kein Problem. Für die Fahrt. Ist wirklich geil. Also, du glaubst wirklich, du bist back in the 60s. Genau. Ja, 8,2 Liter. Aber der Dean und ich, wir machen da jetzt noch was. Weil Dean, wir schreiben da jetzt noch ein bisschen Software drauf, oder? Ja, neue Software, Upgrade mit ein bisschen mehr Leistung.
Ja, so schnell geht's. Da können selbst die Softwareoptimierer noch was lernen von uns. Und das war der American Dream von Bean. Und wenn ihr vielleicht auch mal in ein Video wollt, dann schreibt es uns einfach. Und sehen wir uns nächsten Sonntag beim nächsten Video. Ciao, servus.